Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jakob Fischer, wie Sie sehen. Ich bin zu Hause in Bayern, in Landshut, Nähe von München. Mit bei mir im Büro ist Rini Busiecki, der uns gerade eben das alles erklärt hat. Und wir wollen dann gleich mal loslegen. Die häufigsten Gründe für eine Migration der CAD-Daten nach in X sind, man kann es sich wohl denken, aber ich habe das ein bisschen aufgelistet. Zum einen eine Zusammenlegung der PLM-Systeme. Das heißt, wenn Sie das PLM-System wechseln wollen, dann bietet sich oft an, im Zusammenhang damit auch das CAD-System zu wechseln. Also oft, wenn man zum Beispiel nach Teamcenter migriert, möchte man auch zu NX migrieren. Ein weiterer Grund wäre eine Zusammenlegung der CAD-Systeme, indem Sie zum Beispiel zu einem einheitlichen CAD-System innerhalb Ihrer Firma wechseln wollen, sprich aus einer Multicard-Umgebung aussteigen wollen, wie sie oft noch vorzufinden ist. Ein weiterer Grund sind Übernahmen von Firmen, die andere CAD-Systeme benutzen und die jetzt auf umgespurt werden müssen auf das CAD-System der neuen Eigentümerfirma. Ein weiterer Grund ist, man sieht es aktuell bei Daimler, ist eine Änderung der Bedingungen beim OEM. In diesem Fall bei Daimler, die sind eben von V5 nach NX migriert und somit müssten fast alle Zulieferer das Ganze nachziehen. Und ein weiterer Grund ist, der immer mehr schwindet, sind Altdaten. Zum Beispiel, dass sie nicht mehr unterstützte CAD-Formate, wie zum Beispiel KTAV4, das noch hier und da vorhanden ist, auf ein System bringen wollen, um diese Daten weiterhin bearbeiten zu können. Okay, Jakob, vielen Dank soweit. Ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle für unsere erste Umfrage. Wie gesagt, läuft komplett automatisch ab. Sie müssen nur teilnehmen, aber klicken Sie nicht auf das X, weil sonst verlassen Sie das Webinar. Es wird automatisch geschlossen. Die erste Frage wird lauten, welches Szenario beschreibt Ihren Grund, um nach NX zu konvertieren am besten? So, Sie haben noch ein paar Sekunden Zeit. Okay, die letzten Teilnehmer geben ihre Stimme ab. Okay, wir sollten auch so gleich die Ergebnisse reinbekommen. Ah ja, okay. Viele Leute sind heute hier, die sich erstmal nur informieren möchten, etwas über die Hälfte sogar. Wir haben heute keine Unternehmenskäufe, Zusammenschlüsse oder Anforderungen von OEMs oder Lieferanten, dafür aber jeweils 20%, die eine Wechsel oder eine Einführung des PLM-Systems vor sich haben oder eine CAD-Zusammenlegung. Okay, durchaus sehr interessant. Alles klar. Gut, Jakob, dann machen wir jetzt auch weiter. Ja, wollen wir sprechen über die Anforderung des Kunden an eine Konvertierung nach NX. Sprich, es stellt sich die Frage, was unsere Kunden eigentlich haben möchten. Natürlich, sie wollen wiederverwendbare CAD-Daten in X. Das bedeutet, das geistige Eigentum soll erhalten werden. Sprich, Sie haben ja viel investiert in Ihre alten CAD-Daten, die sollen auch beibehalten werden, um eben Ihre ursprüngliche Investition in die Konstruktion beizubehalten und sie nicht zu verlieren. Was bedeutet, dass die Altdaten im neuen System wiederverwendbar sein sollten, sprich, sie sollten parametrisch änderbare 3D-Daten beinhalten. Die Daten im 2D-Bereich, die Zeichnungen, sollten assoziativ sein zum 3D. Der Prozess sollte automatisch ablaufen oder möglichst automatisch, um möglichst wenig den normalen Betriebsablauf zu beeinflussen. Und natürlich muss das Ganze auch finanzierbar sein und kosteneffektiv.
Um die TEC-Daten zu konvertieren, gibt es verschiedene Methoden und Optionen. Ausgehend wieder von einem CD-System X nach NX gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen die bekannte BIREP-Konvertierung per Step zum Beispiel. Die Vorteile liegen klar auf der Hand, es ist ökonomisch, da kostengünstig, es geht schnell und ist einfach. Der Nachteil der ganzen Geschichte mit Step ist, sie verlieren ihre komplette Designintelligenz. Das heißt, sie müssen bereits erzeugte Daten im Bedarfsfall neu erstellen und sie können die Altdaten im neuen System so gut wie nicht wiederverwenden, zumindest nicht parametrisch oder featurebasiert. Das andere Ende der Fahnenstange ist die manuelle Konvertierung, entweder intern bin ich im Hause oder offshore in Indien, Bangladesch oder sonst wo. Die Vorteile, Sie haben Ihre Designintelligenz wiedererhalten, Sie können neue Designmethoden des neuen CD-Systems einführen und Sie können auch neue Funktionen im neuen System einführen. Die Nachteile davon sind, es ist langsam, es ist teuer, und die Daten, da sie ja manuell erstellt wurden, müssen aufwendig kontrolliert werden. Ein Zwischending, den wir eben verfolgen, das ist die automatische Konvertierung. Das heißt, das ist auch ökonomisch, die Migrationszeit hält sich in Grenzen und die Designintelligenz bleibt weitgehend erhalten. Der Nachteil davon ist, dass wir keine neuen Designmethoden unterstützt werden können. Das heißt, es wird so konvertiert, wie es im Altsystem war, mit derselben Methode. Es gibt, da wir auf die per API auf die CD-Systeme mit zugreifen, gibt es manchmal eingeschränkten Zugriff. Das heißt, nicht alle Funktionen, die das User Interface bietet, sind auch per API verfügbar. Und man muss sich darauf einstellen, dass man gegebenenfalls manuelle Nacharbeit leisten muss. Eine gut geplante Migration kann verschiedene Methoden beinhalten. Denn ausgehend von Ihren Quell-CD-Daten, die oft ein riesiger Pool ist von Daten, oft im Terabyte-Bereich, gibt es ja verschiedene Typen von Daten. Zum einen sind das Archivdaten, von denen Sie heute schon wissen, die fassen Sie nicht mehr an, die müssen nur archiviert werden, da muss keine Intelligenz drin stecken. Diesen Teil der Daten kann man getrost per BIREP, also per STEP, konvertieren. Das ist immer noch die kostengünstigste Lösung überhaupt. Allerdings Ihre aktiven Daten, die müssen schon intelligent sein. Das heißt, hier brauchen Sie auch Features und hier setzen dann wir an mit unserer automatischen Konvertierungslösung. Oft genug gibt es auch noch Sonderfälle, zum Beispiel für ganz spezielle Anwendungen, weil Sie zum Beispiel neue Funktionen oder neue Methoden im Zielsystem nutzen müssen oder wollen. Und dann muss man diese Daten einfach neu erstellen. Das ist oft ein kleiner Anteil, aber er kommt vor. Das Ganze alles fließt dann in Ihre NX-Daten ein und dann haben Sie einen neuen Pool Ihrer Altdaten nach NX migriert. Ich will Ihnen einen kurzen Einblick geben, wie eine automatische Konvertierung funktioniert. Das heißt, wie man gewährleisten kann, damit man Ihre wertvolle Designintelligenz im neuen System in größtmöglichem Maß erhalten kann und wiederherstellen kann. Das heißt, wir versuchen, die Geometrie, die Baukonstruktur, die Attribute, die Metadaten, die Features natürlich, Designmethoden, Constraints und PMI und Drawings zu konvertieren. Das Ganze bezeichnen wir als Designintelligenz, die wir so weit wie möglich ins Zielsystem, in diesem Fall NX, rüberbringen wollen. Das Ganze funktioniert so. Wir lesen über die API aus den Quellsystemen alle Features aus, legen die ab in einem neutralen Zwischenformat und bauen dann wieder über die API im Zielformat diese Features 1:1 wieder auf, in genau derselben Reihenfolge und genau derselben Methode. Man muss eins dazu sagen, sobald wir ein Feature erzeugt haben in NX, wird es sofort überprüft, ob die Geometrie korrekt erzeugt wurde. Manchmal gibt es da verschiedene Algorithmen, die andere Geometrien erzeugen. In diesem Fall wird dieses Feature sofort deaktiviert und es wird stattdessen eine Alternative eingesetzt. Wir nennen das Non-Parametric Feature,
Sprich, es wird das korrekte geometrische Feature eingesetzt, allerdings ohne Parametrik dahinter, um zu gewährleisten, dass die Geometrie korrekt ist. Diese Technologie gibt es für alle gebräuchlichen CAD-Formate, sprich CATIA V4 noch, CATIA V5, PTC Creo, Inventor Solid Edge und SolidWorks. Und all diese Daten können wir featurebasiert nach NX konvertieren. Abgesehen von PTC Creo können wir auch die Zeichnungen migrieren. Creo ist ein Sonderfall, da ist die API nicht genügend entwickelt, um auf die Creo-Zeichnungen zuzugreifen. Es gibt... Okay, ein guter Zeitpunkt für unsere zweite und gleichzeitig letzte Umfrage heute. Von welchem CAD-System müssen Sie Daten nach NX konvertieren? Selbe Prozedur wie vorhin, müsste jetzt auch starten. Okay. Wir warten noch ein bisschen. Die letzten Teilnehmer machen mit. Okay. Wir sollten das Ergebnis reinkriegen. Gut verteilt. Wie zu erwarten, ein hoher Anteil Cartier, 50%, immerhin noch 35% Inventor, 60% Pro E oder Creo. Immerhin 25% Solid Edge und 40% SolidWorks. Alles klar. Danke für Ihre rege Teilnahme. Jakob? Ja, wollen wir sprechen über Wege zu einer erfolgreichen Migration einer automatischen Konvertierung. So ein Migrationsprojekt läuft in etwa so ab, dass zuerst die Technologie getestet wird. Sie wollen ja wissen, was Sie kaufen. Dann wird das Projekt bewertet. Es wird eine Lösung erstellt und dann wird das Projekt ausgerollt. Das bedeutet im Einzelnen. Der Kunde soll natürlich ein Verständnis der Technologie erhalten und es soll sie auch testen können. Wir können das machen im Rahmen einer Pilotinstallation zum Beispiel oder auch eines umfangreichen Workshops. Dann sollte der Kunde seine CAD-Daten, die er zu konvertieren hat, bewerten. Sprich, er soll selektieren, welche Daten müssen überhaupt konvertiert werden, welche brauche ich noch in Zukunft und welche kann ich eigentlich so belassen, wie sie sind. Das Ganze führt zu einer Definition der Projekt- und Konvertierungsanforderungen. Dann kommt noch dazu, die ökonomisch beste Konvertierungsmethode auszuwählen, sprich ob Sie oder welche Teile der Daten Sie per BIREP, welche Sie per automatische Konvertierungslösung und welche Sie manuell migrieren wollen. Dann wird als nächster Schritt die Software optimal konfiguriert. Da gibt es sehr viele Stellschrauben, um eine optimale Konfiguration hinzubekommen. Optional kann man auch eine Anpassung an die kundenspezifischen Anforderungen erstellen. Zum Beispiel, wenn ein Kunde sagt, er braucht dieses und jenes Feature oder jene Funktion braucht er unbedingt, ohne das geht es nicht, dann können wir ihm das nachprogrammieren. Das ist keine große Herausforderung für uns. Und letztendlich wird dann das Projekt ausgeführt. Es gibt diverse Hilfsmittel, zum Beispiel den Legacy Data Auditor Technologie. Mit diesem Tool können wir Ihre Quelldaten überprüfen und abscannen und schon mal feststellen, welche Features in welcher Anzahl vorkommen. Damit bekommen wir schon mal einen Überblick, welche Ihrer Feature-Typen von uns überhaupt unterstützt werden. Das wären zum Beispiel hier die in diesem Bereich, sprich die üblichsten Features wie Extrude, Revolve, Chamfer, Pattern, Verrundungen und so weiter, das ist sowieso klar. Es gibt aber auch ein paar exotische Features, die nicht sehr oft vorkommen und da kann es eben sein, dass wir die nicht oder nicht vollständig unterstützen. Aber mit seinem Auditor kann man das eben im Vorfeld schon feststellen,
wie die Konvertierung oder die Ergebnisse zu erwarten sind. Wenn man zum Beispiel feststellt, dass 92% der Part-Features unterstützt werden, dann bedeutet das, dass Sie auf jeden Fall 100% der Modelle mit korrekter Geometrie erhalten, denn das machen wir auf jeden Fall. Aber es kann sein, dass nur 87% der Modelle einen vollständigen History-Baum haben. In den anderen 13 Modellen klaffen bestimmte Lücken, wo wir ein Feature nicht oder nur teilweise konvertieren konnten. In diesen Fällen setzen wir Platzhalter ein, um Sie darauf hinzuweisen, dass dieses Feature nicht korrekt konvertiert werden konnte. Natürlich gibt es auch ausführliche Reports, die runtergehen bis auf Feature-Level und wo Sie für jedes einzelne Feature sehen, ob und wie es konvertiert wurde. Und im Fall, wenn nicht, werden meistens auch die Gründe dazu angezeigt. Es gibt ein paar Business-Optionen einer Konvertierung, sprich die Lizenzart. Zum einen bieten wir an eine zeitlich begrenzte Lizenzierung, eine sogenannte Term License. Das ist also eine Kurzzeitlizenz für kleinere Konvertierungsumfänge, die können wir halbjährlich oder jährlich erstellen. Wenn Sie mehr als ein Jahr brauchen, dann empfehlen wir eine permanente Lizenz. Die ist etwas günstiger als eine Term-Lizenz für ein Jahr, allerdings kommt dann eine wöchentliche Wartungsgebühr von 20% des Kaufpreises dazu pro Jahr. Das ist ein übliches Verfahren, kennen Sie sich sicher. Wir können das Ganze auch als Dienstleistung anbieten, und zwar immer dann für kleinere, aber größere Projekte. Bei kleineren, falls sich der Kauf der Software nicht lohnt, es gibt also einen gewissen Schwellwert, ab wann sich der Kauf der Software lohnt und ab wann es sich nicht lohnt. Aber auch bei größeren Projekten kann man das durchführen, und zwar falls der Kunde die Konvertierung nicht selbst durchführen möchte, weil er sagt, ich möchte mich damit nicht belasten. Ich habe nicht die Ressourcen dazu, ich kann das selber gar nicht durchführen. Auch dann können wir das als Dienstleistung durchführen. In diesem Fall werden die Daten mit unserer Technologie übersetzt. Die Kosten bemessen sich per Objekt, sprich unabhängig, ob es ein Bauteil gemeint ist oder eine Baugruppe oder eine Zeichnung. Das sind alles Objekte für uns, die dann alle einen Pauschalpreis bekommen. Der Preis pro Objekt hängt davon ab, welche Konvertierungsoptionen gewünscht werden. Dazu kommen wir gleich. Natürlich müssen wir ein Statement of Work aushandeln, um genau zu definieren, welche Qualität die Zieldaten haben sollen. Sprich, ob sie parametrisch sein sollen, 100% parametrisch, oder dürfen sie auch weniger als 100% haben. Und dazu haben wir diese Konvertierungsoptionen. Einmal Prose, das ist eine reine BIREP-Konvertierung. Dann haben wir die Silberoption, das ist eine 2D- oder 3D-Konvertierung, as is, das heißt, die werden so zurückgeliefert, wie sie unsere Software ausspuckt. Es gibt die Goldoption, das ist eine 3D-Konvertierung mit Nacharbeit, entsprechend dem ausgehandelten SOV. Und es gibt die Platin-Option, das ist 3D plus 2D-Konvertierung, auch wieder mit entsprechender Nacharbeit. Ich möchte noch ein paar Beispielprojekte erfolgreicher Migrationen vorstellen. Zum einen haben wir ein europäisches Forschungsinstitut, welches aktuell von Solid Edge nach NX migriert und in diesem Zusammenhang auch gleich Teamcenter einführt. Es ist ein europäisches Projekt, sprich verteilt auf mehrere Standorte. Es sind ungefähr 300.000 CD-Objekte zu migrieren. Das Ganze ist auf 3 Jahre Projektdauer ausgelegt. Momentan sind sie noch in der Erprobungsphase, werden aber in den nächsten Wochen das Ganze dann scharf schalten und produktiv machen. Dieser Kunde hat sich entschieden, die Konvertierungslösung zu kaufen, um das Inhouse je nach Bedarf zu migrieren. Die Erfolgsquote von Solid Edge nach NX ist sehr hoch. Kommt schon mal daher durch den gemeinsamen Parasolid-Kernel, was das Ganze natürlich sehr vereinfacht. Ein weiteres Projekt ist ein weltweiter LKW-Zulieferer, der bis jetzt oder
bis zur Migration auf drei verschiedenen CD-Systeme benutzte, die er dann alle zusammenführte nach NX. Auch dieser Kunde hat das verbunden mit der Einführung von Teamcenter. Er hat ungefähr 40.000 CD-Objekte in Summe. Das Ganze war auf 10 Jahre ausgelegt. Und dieser Kunde hat sich für die Konvertierungsdienstleistung entschieden. Das heißt, er hat seine Daten zu uns geschickt, wir haben sie ihm konvertiert und als NX-Daten zurückgeschickt. Da gibt es noch eine Zwischenlösung. Das ist ein Ausrüster für den Materialtransport, der von Autodesk Inventor nach NX migrierte. Auch dieser Kunde führt die Teamcenter ein. Er hatte 100.000 Objekte in Inventor. Er hat einerseits die Konvertierungslösung gekauft für seine Inhouse-Migration je nach Bedarf, aber wir haben die ersten 30.000 Objekte als Dienstleistung erstmal migriert. Das sind vor allem seine kritischen Objekte und seine Standardparts, damit er die schon mal Verfügung hat und dann auf die dann aufsetzen kann mit seiner bedarfsmäßigen Migration. Sie sehen, es sind alle möglichen Szenarien denkbar, wie man sowas durchführen kann. Ja, und somit bin ich ja schon am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Einblick geben, wie so eine Migration funktioniert oder funktionieren kann. Und gebe jetzt nochmal zurück zu meinem Kollegen René. Okay, vielen Dank, Jakob, für deine Präsentation und die interessanten Inhalte. Wir machen auch gleich weiter mit dem letzten Teil des Webinars heute, und zwar der offenen Fragenrunde. Also, wie gesagt, stellen Sie Ihre Fragen im Fragefenster. Wir werden die selbstverständlich anonym vorlesen und Jakob wird die dann so gut es geht natürlich beantworten. Sollten Sie lieber nach dem Webinar heute Fragen stellen wollen oder Details besprechen, dann kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder auch telefonisch, wie vorher bereits erwähnt. Okay, dann warten wir einfach mal auf die ersten Fragen. Okay, da haben wir schon die erste. Jakob, wie gut ist die Qualität der Zeichnungskonvertierung? Ja, dazu kann man sagen, wenn man von Solid Edge, SolidWorks oder Inventor kommt nach NX, dann ist es sehr gut. Er ist im Falle von dem ersten Beispiel der Migrationslösung von Solid Edge nach NX, die sind praktisch perfekt. So wie sie sind, kann man sie verwenden. Bei Creo, wie gesagt, geht das nicht so gut. Da können wir eigentlich nur eine DXF-Zeichnung liefern. Das ist die beste Variante. Und bei Katia hängt es sehr davon ab, wie komplex die Daten aufgebaut sind. Das schwankt sehr, das kann man nicht gut sagen. Aber auf jeden Fall von den Midrange-Systemen, Solid Edge, SolidWorks und Inventor, haben wir sehr gute Ergebnisse. Okay, vielen Dank, Jakob. Wir kriegen viele Fragen rein. Bitte haben Sie Geduld, wir werden versuchen, alle abzuarbeiten. Nächste Frage. Jakob, bei Projekten im Kontext mit Teamcenter werden da zunächst die originären Daten konvertiert oder andersherum? Ja, das kann man eigentlich machen, wie man möchte. Wir hatten bereits beide Fälle, also wo erst die Altdaten nach Teamcenter importiert wurden und dann migriert, quasi als neue Version oder neue Version. Aber es gab auch die Fälle, wo erst die Daten migriert wurden in NX und dann nach Teamcenter eingecheckt. Das hängt sehr davon ab von Ihren eigenen Abläufen, wie Sie das am besten planen wollen, ist beide Möglichkeiten passen und funktionieren. Okay, danke Jakob. Nächste Frage. Wird auch der Import nach TC selber durchgeführt? Nein, wir arbeiten rein fallbasiert. Das heißt, wir erwarten die Daten in einem bestimmten Verzeichnis, die Quelldaten,
und speichern die Zieldaten auch in einem Verzeichnis. Mehr machen wir nicht. Sprich, den Import aus diesem Verzeichnis nach Teamcenter muss dann der Kunde in einem nachgelagerten Prozess selbst durchführen. Wir bieten Möglichkeiten, wir haben also ein zweites Standbein unserer Firma, welches auch PLM-Migrationen durchführt, und die haben Tools dazu, die können das machen, also wenn sie das selber machen wollen. Das könnten wir für sie durchfahren, ist aber bei uns eine andere Untergruppe unserer Firma ITI. Okay, vielen Dank. Nächste Frage. Sind auch gemischte Assembly-Strukturen aus B-Rap und Features mit assoziativer Zeichnung möglich? Ja, können wir machen. Entscheidend ist natürlich, dass die Zeichnung auch in der Quellensystem schon assoziativ war zu dem jeweiligen 3D-Modell. Und dann können wir das auch dann genauso nach NX migrieren. Okay, nächste Frage. Wie werden Delta-Migrationen berücksichtigt? Ich nehme an, mit Delta-Migration meinen Sie, wenn sich während der Migration die Quelldaten ändern würden. In diesem Fall haben wir eine Funktion zur Verfügung, die nennt sich Resubmit mit Reuse. Sprich, Sie können dann eine bereits konvertierte Baugruppe, jetzt als Beispiel, nochmal konvertieren. Kreuzen aber die Option Reuse an, dann werden nur diese Quelldaten neu konvertiert, die sich geändert haben seit der letzten Konvertierung. Aber alle unveränderten Daten werden einfach aus dem vorherigen Konvertierung übernommen, sprich kopiert. Wir empfehlen sowieso diesen Vorgehensweise, dass Sie in einem ersten Schritt erstmal alle Ihre Standardparts migrieren, dann alle Parts und Baugruppen, von denen Sie wissen, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit während der Migration nicht angefasst. Und wenn Sie das alles drüben haben nach NX, dann nehmen Sie sich diese Daten vor, die aktiv unter Bearbeitung sind, um schon mal die Delta-Migration zu reduzieren auf das größtmögliche Maß oder in diesem Fall kleinstmöglichste Maß. Und falls sich die dann während der Migration ändern, dann eben durch Resubmit mit Reuse dann nochmal konvertieren, um die generierten Daten rüber zu bekommen. Okay, klasse, Jakob, vielen Dank. Nächste Frage, wie wird mit Baugruppenfeatures bei Solid Edge umgegangen? Baugruppenfeatures unterstützen wir. Allerdings haben Sie dann in NX die Möglichkeit oder sich zu entscheiden zwischen zwei Optionen. Einmal die Option Promotion. Und das andere wäre die Option Assembly Cut. Wir können beide, aber man muss sich per Ini-File für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Okay, nächste Frage. Inwieweit gilt die Zeichnungseinschränkung auch für die Alt-Wildfire 2/3-Versionen? Gilt genauso. Es ist generell, PTC-Produkte haben dieses Problem mit der Zeichnung. Egal ob Wildfire oder Creo. Okay, dann warten wir noch ein paar Augenblicke, ob vielleicht noch weitere konkrete Fragen reinkommen sollten. Okay, eine weitere Frage. Wie werden Containerbaugruppen aus Creo umgesetzt, Jakob? Containerbaugruppen. Da bin ich jetzt leicht unschlüssig, was damit gemeint ist. Kann das vielleicht nochmal konkretisiert werden? An den Fragesteller? Wie gesagt, wenn Fragen unklar sein sollten oder weiter ins Detail eingegangen werden muss, dann sind wir auch für Gespräche oder Kontaktaufnahme nach dem Webinar, stehen wir gerne zur Verfügung. Eine weitere Frage.
wird auch Creo Elements Direct, ehemals OSD, unterstützt? Naja, meines Wissens ist Creo Elements ja nicht feature-basiert, sondern ein eher BIREP-basiertes CAD-System. Das heißt, es wird nicht viel Sinn geben, das mit einem feature-basierten Tool zu versuchen, so wie ich das verstanden habe. Okay, eine weitere Frage. Jakob, wie wird der Konvertierungsreport zusammengestellt oder versendet und welche Infos stehen da konkret drin? Zum einen ist es so, die ganze Bedienung des Systems ist webbasiert. Das heißt, Sie können sich per Internet-Browser aus Ihrem Intranet auf den Server draufwählen und die Konvertierung ausführen. In diesen Masken sehen Sie auch diese Reports praktisch online für Sie in verschiedenen Levels, sprich auf Job-Level, auf Part-Level, auf Feature-Level. Da kann man sich beliebig weit reintoggeln. Man kann das Ganze dann auch als HTML-File exportieren. Dann hat man das auch quasi als Export. Diese Reports, das geht auch. Danke, Jakob. Die Frage hat eine Addition noch dazu bekommen, und zwar: Ist das Zwischenformat weiterhin ansehbar? Nein, wir hatten früher mal einen Viewer für das Zwischenformat, der wird aber nicht mehr unterstützt, da es eigentlich so gut wie nicht benutzt wurde. Okay. Weiter noch zur selben Frage, kann denn entschieden werden, ob das etwaige Teil BIREP oder feature-basiert konvertiert wird? Das kann man sich aussuchen. Wir haben verschiedene Konvertierungsprofile, wo man auf jeden Fall aussuchen kann, ob man BIREP oder feature-based konvertiert. Okay, nochmal ganz kurz ein Schwank zurück zur Frage bezüglich Creo Elements, Jakob. Was ist, wenn die Assoziativität zu den Zeichnungen eine Wichtigkeit hat? Wie ist es dann einzuordnen? Das kann ich jetzt so nicht beantworten, muss ich sagen. Ich habe eigentlich keine Erfahrung mit Creo Elements. Ich weiß ja gar nicht, ob wir das überhaupt unterstützen. Da müsste ich die Entwickler bei uns fragen, wie es mit Creo Elements aussieht. Ich kann diese Frage jetzt leider nicht beantworten, spontan. Okay, trotzdem danke. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wo es sinnvoll wäre, auf jeden Fall nach dem Webinar mal in Kontakt zu treten, gerichtet an den Fragensteller. Da würden wir wirklich sehr gerne Feedback dazu geben. Entweder Sie kontaktieren uns im Nachhinein oder wir kontaktieren Sie, aber das können wir auf jeden Fall im Nachhinein nochmal genauer besprechen. Okay, eine weitere Frage, Jakob. Welche Konvertierungssoftware wird für die Migration benutzt? Ja, wir verwenden dazu unser Tool Proficiency. Also es heißt Proficiency. Früher hieß es Proficiency Collaboration Gateway. Und mit dem wird diese Konvertierung durchgeführt. Okay, ich würde vorschlagen, wir warten auf die letzte Frage heute. Falls noch eine kommen sollte, in den nächsten Augenblicken werden wir die noch bearbeiten. Ansonsten war es das dann auch. Wir warten noch wenige Augenblicke. Nochmal eine kurze Frage, Jakob, zum Ergebnisvergleich nach der Konvertierung. Falls damit ein Vergleich der erzeugten Geometrie gemeint ist, dann bieten wir ein weiteres Tool an, das nennt sich CAD-IQ. Damit kann man die Quell- und die Zieldaten vergleichen, indem sie durch eine Punktewolke abgetastet werden und wo dann eventuelle Abweichungen, die natürlich nicht auftreten sollten, grafisch angezeigt werden.
Ansonsten standardmäßig mit dem Proficiency-Tool liefern wir einen Vergleich der physikalischen Eigenschaften, sprich Schwerpunkt, Masse, Momente und diese Dinge, die ja in jedem ZSTM vorhanden sind und die wir vergleichen und Abweichungen anzeigen. Okay, das soll die letzte offene Frage gewesen sein. Jakob Fischer, vielen Dank für das Know-how, die Präsentation heute und für deine Zeit. Nochmal, wenn Sie weitere Fragen haben sollten, die heute einfach keine Zeit hatten oder die im Nachhinein erst aufkommen sollten, kontaktieren Sie uns gerne. Dann versuchen wir da, Ihre Anforderungen mit Ihnen gemeinsam zu besprechen. Sie, alle Teilnehmer, kriegen eine E-Mail von uns zugeschickt mit einem Link für die Aufnahme des heutigen Webinars, damit Sie sich das bei Bedarf nochmal ansehen können. Und ansonsten sind Sie recht herzlich eingeladen, wie gesagt, unsere On-Demand-Bibliothek zu besuchen auf www.iti-global.com. Ich danke Ihnen heute sehr für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre rege Teilnahme und für Ihr Interesse an unserem heutigen Webinar. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, tschüss und auf Wiedersehen.